Also, ich als Experte schaue mir jetzt das Spiel von diesem Künstler Raffi an. Und ich werde die Schattenseiten des Spiels aufdecken. Kann es wirklich mit den modernen Klassikern mithalten? Es hat keine Schattenseiten. Das werden wir sehen. Ihr geht auf www.spielen-programmieren.at. Klickt nach einer billigen Domäne. Da drückt ihr auf Wiki. Das sieht nach einem billigen Open Source Doku-Wiki aus. Das Spiel ist bei Spiele. Und dieses Logo. Da drückt ihr auf Raumschiffspiel. Soll das ein Spiel vom Kursleiter sein? Obwohl, wer ist wer von den beiden? Von diesem Pinguin. Oder dem noch fetteren Pinguin. Hier, du das dann herunterladen. Dann entpackt ihr es. Ein billiger Dateiname. Und öffnet es. Und hat das dann auch pädagogische Werte? Es ist künstlerisch wertvoll. Aha. Aha, die Grafik ist schon mal nicht so schlecht. Ja, aber das Gameplay überzeugt mich gar nicht und die Open Source Grafik. Was sind Soundeffekte? Die Soundeffekte kosten 50 Euro. Aber diese Explosionen, also, ich weiß nicht. Banause.